Hallo, liebe Freunde, und damit ein recht herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar, ihr seht schon, Pokémon Uranium Version. Ja, das ist ein Fan-Made-Hack. Komplett neue Story, komplett... Naja, man hat Scorclaw gesehen, also nicht nur komplett neue Pokémon, aber es sind auf jeden Fall 150 neue Pokémon dabei. Ja, ich drück mal Space. Ist noch relativ laut hier, mal gucken. Options. Ja, gut. Die Musik schrauben wir mal ein bisschen runter. Die Soundeffekte so sollten so reichen, ja. Ja, sieht soweit alles gut aus. Save and Exit. Ja, also das ist jetzt auch für mich ein komplett neues, aber ihr seht schon, da eben da hat das einige Nachteile auf Englisch. Ich meine, gut, ich werde es mit meinen Kenntnissen größtenteils verstehen können, aber nicht aussprechen. Ja, ich bin so ein übler Englisch-Legastheniker, was die Aussprache angeht. Und ja, wir wollen aber nicht lange warten, sondern legen gleich mal los, wa? Ein neues Abenteuer beginnt, oh yeah. Das ist sehr gut, weil das wollte ich nämlich ansprechen. Das ist ja, habe ich auch ganz vergessen zu erwähnen, ich werde daraus eine Nuzlocke-Challenge machen. Für die eine Nuzlocke-Challenge nicht wissen, Regeln sind im Prinzip ganz einfach erklärt. Das erste Routen-Pokémon darf gefangen, nur das erste Routen-Pokémon darf gefangen werden. Es darf nur ein Pokémon pro Route also gefangen werden. Das Pokémon, was besiegt ist, gilt als tot. Finiti. mal gucken, ob ich dafür eine Whipbox eben einrichte oder die dann wegwerfe. legendäre Pokémon müssen besiegt werden. Und ja... Ach ja, genau, die Species Clause möchte ich ja auch gerne noch mit drin haben. Und zwar, wenn es dann doch ein doppeltes Pokémon nach einer Wiese kommt, eben im Gras kommt, darf ich dann nach einem zweiten Pokémon suchen. Dreimal, also drei Versuche machen wir da. Ja, ich glaube, das wäre so im Wesentlichen alles erzählt. Und ich werde so abkacken. Gut, gucken wir mal. Der Nuzlocke-Mode soll es sein. Mal ganz kurz gucken. So ist gut. Okay. Ich muss gerade noch was zurechtrücken. Sorry. The Nuzlocke Challenge adds a lot of the difficulty of the game. Fainted Pokémon. Ja, da wird es nochmal erklärt. Besiegte Pokémon sind tot. Okay, also hier gibt es dann keine Species Clause, die sind dann ganz streng. Das Species Clause. Oh Mann. Okay. Also auch wenn da doppelte Pokémon vorkommen, ich muss das dann fangen. Oder eben halt, ich lasse es. Catch only Pokémon per route. Some optional rules can be toggled on your options menu in-game. Okay. Are you sure you want to play this mode? Ja, ich möchte. Huch, wer ist da? Oh, hallo. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich versuche so gut wie... Okay, da ist er gar nicht so alt. Okay, da kriegt er eine jüngere Stimme. Ich versuche so gut wie möglich zu übersetzen in meiner Macht. Mein Name ist Bambo. Aber... Wenn du das zu schwierig auszusprechen findest, dann nenn mich einfach nur den Pokémon-Professor. Du bist das Kind, was nach einem Job sucht, richtig? Großartig. Möchtest du noch irgendwas wissen? Nö, eigentlich nicht. Ich werde mich da schon reinfinden. Oh, ist das süß? Wir Menschen teilen uns diese Welt mit Kreaturen, die wir als Pokémon kennen. Sie sind mehr als gewöhnliche, also anders als gewöhnliche Tiere, können Pokémon bemerkenswerte Kräfte innehaben. Und krasse Intelligenz. Menschen und Pokémon koexistieren in vielerlei Hinsichten oder Wegen.
Manche Pokémon werden als Haustiere gehalten und andere helfen uns bei der Arbeit. Und wiederum andere werden bei Trainerkämpfen verwendet. So wie du es tun wirst, du Arschloch. Was? But there are so much we still don't know about Pokémon. Also da gibt's noch nicht sehr viel, was wir über Pokémon wissen. Und das ist mein Job. Ich studiere Pokémon. Die Lebensweise der Pokémon. Besonders die Pokémon-Elemente. Okay. Jedes Pokémon hat einen Elementtyp und jeder Typ hat eigene Stärken und Schwächen. Aber warum existieren sie? Sind da auch noch neue Typen, die noch lange nicht entdeckt worden sind? Aber ich werde dir mal deinen ersten Tag bei der Arbeit mehr erzählen. Komm morgen zu meinem Labor und bekomm dein erstes Pokémon. Ja, aber erstmal muss noch ein Formular unterzeichnet werden, ist ja klar. Wir können aussuchen. Zwischen ihn hier. Ist das ein Kerl oder ein Mädel? Ich weiß es nicht. Aber das ist eindeutig ein Mädel. Wir spielen den Kerl hier. Den offensichtlichen Kerl. Ja, ziemlich. Ja, und mein Name, der lautet. Kann ich den so eingeben? Ja, cool. Aber bevor er fragt, dir, ach nö. Der huck ihn so. Ja, gut, dann. Machen wir so. Gut ist. Ich drück doch Enter. Da, jetzt. Ja, mein Name ist René. René, bist du bereit? Mein Körper ist sowas von bereit. Deine Reise, deine Geschichte. Oh, jetzt habe ich auch das weggeklickt, egal. Mit deinem Pokémon wird alles gut gehen. Sie werden jede Herausforderung und bla 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 bla. Let's go! 10 Jahre zuvor. Rennys Familie lebte in Beale Beach City. Die größte Stadt in Tandor. Okay, die Region heißt offensichtlich Tandor. Ihr Vater, Kellen, war ein mutiger, talentierter Pokémon-Ranger. Und seine Mutter, Lucille, war eine brillante Wissenschaftlerin und Expertin in der Nuklearenergie. Ui, in der Atomenergie. Auch wenn sie in verschiedenen Jobs arbeiteten, fanden sie immer wieder Zeit, um Zeit zu Hause zu verbringen. Mit den jungen René. Oh, der Tantor-Region ist im Frieden. Und Lucilles Firma ist. Die arbeitet in einer Form von sauberer Energie, um die Welt. Das würde ja, die ganze Welt verändern. Ich weiß, meine Übersetzungsskills sind nicht gut. Das war ein gewöhnlicher Tag im AKW, Atomkraftwerk, in der Lucille arbeitete. Als Teil der Routineinspektion aus der Borg dann Specials to Take. Ich lese jetzt nichts mehr vor, das ist mir so anstrengend. This generator you designed really does its job well, Lucille. Excellent. Ausgezeichnet. If everybody has finished the work, we'll break for lunch. Oh, Frühstück. Nee, Lunch ist auch Mittag. Wait, keine Ahnung.
Boss, you might want to take a look at this. Strange. The temperature readings are far higher than normal. We need to reset the thermometer, or the reactor is leaking a massive amount of heat. It can't be the thermometer, it just checked that. So... oh shit. There must be a breach in the reactor. At this temperature, in just a few minutes, we'll have to totally melt down. Totale Kernschmelze, oh wow. Wir müssen evakuieren. Lucille, du musst auch fliehen, schnell. Lucille! With the cameras, help all of the scientists able to escape. Außer Lucille. Sie wurde nie wieder gesehen seit diesem Tag. Die Radioaktivität, die von dem zerbrochenen, zerstörten Reaktor austritt, machte die Umgebung unbewohnbar für einige Jahre. Ja, und man hatte versucht, sie zu finden. The loss of his wife had a der Verlust seiner Frau hatte einen verheerenden Effekt an Kellen. Seine Personalität, sein Charakter änderte sich, er wurde kalt und hat seinen Job gekündigt. Der Chef eben halt von den Pokémon Rangers werden sollte. Geschah das, wie auch immer, ja, however, keine Ahnung. Irgendwas habe ich gerade zusammengebracht. Er hat sich wahrscheinlich in seine Arbeit vertieft und wurde Chef und hatte kaum noch Zeit für mich. So ungefähr macht das Sinn. So, Young Renny, was denn? Okay, und so lebte ich also mit meiner älteren Tante in Mokitown. 10 Jahre vergingen. Tantes Gesundheit, Wayne verschlechterte sich, keine Ahnung. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Das habe ich jetzt nur so aus dem Kontext. Supporting erscheint. Ja, eben halt ein Kind zu unterstützen oder großzuziehen, war zu viel Arbeit für sie. Glücklicherweise Ernest Bamboo, der lokale Pokémon-Professor, lookte vor Research Assistant. Suchte nach einem Assistenten halt. 2 Kinder von Mokitown, Blythe Renny und Otter Childhood Friend Theo. It was common for youth. Ja, das ist gewöhnlich für junge Jugendliche in dem Alter, ein Pokémon zu bekommen und die Region zu bereisen als ein Pokémon-Trainer. Und so begann Rennys Reise. Oh, schön, jetzt geht's endlich los nach 15 Minuten. Renny, komm runter, es ist du bist spät. Uiuiuiui. Dann wollen wir nicht mal lange. Oh, Tantchen. Sicher, dass es nicht meine Oma ist. Renny, Herzlatz, Zuckerschnute. Heute ist ein großer Tag, nicht? Keine Ahnung, wie übersetzt man das richtig, also dass es Sinn ergibt. Ich kann mir nicht helfen, sagt doch kein Deutscher. Man sieht ja eben halt. Keine Ahnung, eben halt auf jeden Fall. Ich weiß noch, als wäre es gestern. Aber mein kleiner Junge, der wird so schnell erwachsen und verlässt das Haus. Auch wenn nur die alten Knochen mehr für dich getan hätte. Aber wir beide wissen, du bist bereit dafür. Du und dieser junge Theo.
immer, der folgt immer in deine Fußtapsern. Also, der hängt mir immer am Rockzipfel. Genau. Er ist jünger. So, jetzt. Oh, ich hab Laufschuhe. Z. Okay. Oh, kümmere dich nicht um mich. Ich bin nur eine emotionale alte Lady. Wenn nur dein Vater hier sein könnte. Ich bin sicher, er wäre sehr stolz auf dich. Und ich... ich bin zuversichtlich, dass du ihn auf jeden Fall auf dein Abenteuer begegnen wirst. Nun sollte ich dich aber nicht länger aufhalten. Grüße den Professor von mir. Ach ja, und komm doch einfach vielleicht mal vorbei, wenn du dein erstes Pokémon hast. Ich würde es gerne sehen. Viel Glück. Oh. Ah, wir können auch im Haus rennen, das ist schön. Ah, und die Oma hat auch ihr, oder die Tante besser gesagt, hat auch ihr eigenes Bett, das ist sehr schön. Ich möchte aber gerne Options, genau. Die Musik vielleicht doch noch ein bisschen runterschrauben. Weil das ist schon scheiße. Laut. So. So sollte es gehen, ja. Ah, ich. Challenge Mode kann man auch wieder. Okay, weil nie Challenge Mode. Set Controls. Ah, nee, warte. Zurück. Escape. Ja, genau. Okay. Speichern und raus. So, okay. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das die vierte Generation... Doch, das ist doch vierte Generation Engine von Pokémon. Da kann jetzt unser Abenteuer beginnen, würde ich sagen. Ui, die Stadt ist aber auch... Ach ja, Z müsste ich rennen, ne? Ah, da ist natürlich das obligatorische Kind hier unten gewesen. Okay. Suchen wir mal das Haus des Professors. Da unten ist ein Angler. Da ist ein Felsen im Weg. Wo bist du, Professor? Oh, was bist du denn? Ja. Ach, verdammt. Ist voll an mir vorbeigerannt. Was? Wie? The hell? So, jetzt aber. Aha. Schien. Bin mal gespannt, was du bist. Das werde ich schon noch früher genug herausfinden. So, wo ist nun dieser alberne Professor? Was ist denn das? Ah, kann ich nicht ansprechen von hier aus. Schade. Hey, warte! Wer bist du denn? Ah, mein kleiner Freund oder was? Was denkst du, was du da tust, hä? Du versuchst in das Labor vor mir zu sein, um das bessere Pokémon zu erwischen, nicht wahr? Nun gut, das wird nicht passieren. Denn ich bin der Stärkste hier. Versuche mitzuhalten, René. Ich würde jetzt einfach mal prophylaktisch sagen, das war jetzt eine richtige Übersetzung. Oh, das sieht aus wie ein Klurak. Da oben. Habt das gesehen? Bambu! Hey, wenn das nicht René ist und dein Freund Tommy war's? Ehrlich, Papa, du kannst dich doch nicht mal an meinen Namen erinnern. Er ist Theo. Theo! Richtig, Theo. Ihr seid genau richtig. Heute ist ein sehr spezieller Tag für beide von euch. Es ist euer erster Tag als
Ah, Feldstudienassistent, würde ich jetzt einfach mal sagen. Bambu-Pokémon-Labor. Euer Job wird es sein, um die ganze Welt, also um Tandor zu reisen und beobachten und das Fangen von vielen verschiedenen Arten von Pokémon, um mir zu helfen mit meinen Forschungen in Sachen Pokémon-Elementen. Ich habe 3 Pokémon hier, die euch auf eurer Reise helfen wollen oder werden. Oh, bevor wir das Pokémon kriegen, müssen wir erstmal einen Pokémon-Trainer-Test bestehen. Test? Ich hab für keinen Test gelernt. Ich dachte, du würdest uns einfach irgendein seltenes Pokémon geben. Aber, kein Grund zur Sorge. Das ist nicht diese Art von Test, für die du lernen musst. Es ist nur die Art und Weise, welche Art von Trainer du werden wirst. Verschiedene Starter-Pokémon sind besser geeignet für verschiedene Kampfstile. Ein Starter-Pokémon wird dein lebenslanger Partner sein. Ich hoff's. Wir wollen dann immerhin Nassal spielen. So, it's important for you to work. So ist es sehr wichtig für euch, zusammenzuarbeiten. Ja, ich hab's verstanden. Genug geredet. Ich möchte mein Pokémon. Junge, du bist nicht sehr geduldig, oder? Okay, also gut. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie der Test abläuft, dann kannst du mit meinen Gehilfen reden. So. René, ist dein Körper bereit? Dein Körper ist sowas von bereit für diesen Test. Excellent. So. Wenn du ein neues Pokémon begegnest in der Wildnis, was ist deine erste Reaktion? Attack it right away. Wait and see what it does. Vor Pokéball. Ui. Ich würde erstmal feiern, was das für ein geiles neues Pokémon ist. Ich würde aber, glaube ich, erstmal ein Pokéball werfen. Very good. Beide. Komm schon, das war viel zu einfach. Gib mir eine härtere Frage, schwierigere Frage. So. Entschuldigung, muss ich gerade mal einen Schluck trinken nehmen. Okay, nächste Frage. Welche von diesen TMs würdest du vorziehen, dein Pokémon zu beizubringen? Oh, Hyper Beam, Protect ist Schutzschild, ne? Überschrei, Schutzschild und Geheim Power. Nee. Doch. Kraftreserve ist auch Hidden Power. Ja, glaube ich. Ja, ich glaube Kraftreserve. Also als Competitive-Spieler Kraftreserve halt. Kommt drauf an, welche Art von Pokémon. Weil zum Beispiel in. Na egal. Hey Professor, was nebenbei, was ist ein TM? Das werde ich dir später erklären. Aber jetzt geht's halt erstmal weiter mit der nächsten Frage. Welcher von diesen Pokémon in All-Out Battle? Oh, Garados? Das ist Gliscor? Ist das Skorkro oder ist das. Ich glaube, das ist Skorkro, oder? Oder Ampharos? Ampharos? Was ist das für eine blöde Frage? Es kommt total auf die Attacken drauf an. Also, eine Donnerattacke von Ampharos und Garados wäre weg. Aber im Skorkro würde das überhaupt nichts machen. Andererseits würde eine Wasserattacke oder eine Eisattacke von Garados in der Skorkro schon ziemlich damagen. Aber allerdings eben Ampharos nichts machen. Und Skorkro könnte mit Leichtigkeit ein Erdbeben Ampharos töten, aber Garados nicht. Was ist denn das für eine Frage?
Ich hoffe, dass es Kleiskorkro ist. Ich bin da jetzt gerade komplett im Dunkeln tappend. Okay. Die Musik ist aber immer noch ein bisschen laut, Alter, finde ich. Ich sage jetzt einfach Garados. Garados mit einer Wasserattacke und dann, keine Ahnung, Garados kann doch sicherlich auch Erdbeben. Ist es möglich, diesen Test bei diesem Test durchzufallen? Nein, ist es nicht. Und jetzt zur letzten Frage. Also antwortet ehrlich. Was ist eure Motivation, ein Trainer zu werden? Becoming the very best, like no one ever was. Exploring the reach, like a new friend. Nee, natürlich, um da besser zu werden, werde ich Pokémon-Trainer. Keine Frage, ich werde Pokémon-Meister. Scheiß aufs Abi. Und niemand wird mir im Weg stehen. Hab ich etwa deinen Kampfgeist ausgegraben, Junge? So, das war's mit dem Test. Nun ist es Zeit, eure Fragen auszuwerten. Freunde, ich bin auch richtig blöde. Mir ist gerade aufgefallen, dass die Fragen farblich markiert waren. Also wahrscheinlich mit Feuer, Wasser, Pflanze, Staber. Und ich hätte den Test also in der Richtung manipulieren können. Mann, bin ich blöd. Okay. Ich habe meine Analysen finished. Okay, was wird's sein? Was werde ich bekommen? René? Ja? Du scheinst der Trainer zu sein, der nichts überstürzt, oder? Oder der, nee, der nicht so zögert, um das zu bekommen, was ich will, wahrscheinlich. Du siehst es vor, dein Gegner mit schierer Kraft und mit Feuerkraft und allgemeinen Schierforce zu übermannen. The best defense. Du sagst dir, die gute Verteidigung liegt im guten Angriff. Du hast einen brennenden Kampfgeist. Für einen offensiven Trainer wie dich. Das Feuer-Pokémon, wie geil. Was, Raptorsch? So ein Feuer-Dino oder was? Ist cool. Oh, ist das süß? Eine kleine Art Glumanda. Nice. Go ahead. Ich bekomme mein Pokémon. Raptorch. Ach ja, auch eine Sache von Nuzlocke ist es eben, die Pokémon zu benennen. Ganz vergessen. Um eine Beziehung mit denen aufzubauen halt. Ja, natürlich will ich den Nickname geben. Okay. Wie nennen wir unsere Raptorch? Ein Feuerdino. Ein Feuerdino. Ach so, jetzt geht's. Nee, Ignirex würde ich sagen. Ignir ist glaube Latein für Feuer oder eben halt auf jeden Fall was mit Feuer zu tun, lateinisch, und Rex heißt halt König, eben halt. Habe ich jetzt abgeleitet einfach von Tyrannosaurus Rex und ja. Der Feuerkönig ist es dann also. Hey, ich werde langsam müde vom Warten. René hat endlich sein Starter-Pokémon. Wann krieg ich endlich meins? Okay, ich bin fertig, deine Tests zu analysieren, Theo, und mal gucken, was er bekommt. Höchstwahrscheinlich das Wasser-Pokémon. Theo? Du siehst aus, als würdest du wissen, was du im Leben willst. Du bist impulsiv, impatient, ich glaube, hektisch, ja, keine Ahnung, ihren Namen. Und kümmerst dich mehr um deine eigenen Dinge. Aber ich spüre da etwas in dir.
Könnte das der Samen der Großartigkeit sein? Oder ist es einfach nur, dass du so jung bist, dass ich nicht besser weiß? Für einen Trainer wie dich ist... Oh, ein Pflanzen-Pokémon. Oh, Schinx. Eine Pflanzenkatze also. Okay. Yes, mein erstes Pokémon. René, du hast ein Pokémon. Und ich weiß, ich habe ein Pokémon. Weißt du, was das heißt? Genau, wir haben ein Battle. Auf Doom. Oh, bitte nicht im Labor. Der arme Prof. René gegen Theo. Battle of Doom. Rivale, Theo möchte gegen dich battlen. Oh, Schinks. Los, Ignirex. Ui, das ist hier. Ein Pokémon One. Alles klar. Scratch, Call. Oh, wir haben schon Klut. Sehr schön. Dann kluten wir, was das Zeug hält. Oh, das ist ja one-hitted. Das gegnerische Onyx, Oshinx wurde besiegt. Sie 75 Erfahrungspunkte. Nice. Oh, das hat nicht für ein Level abgereicht. Uiuiui. Was? Aber, ich sollte doch gewinnen. René erhält so 350 Poké-Dollar. Aber wie, ich sollte doch der beste Trainer überhaupt werden. Das ist unmöglich. Gute Trainer verlieren niemals. Ach, heul doch nicht rum, Theo. Lappen, Junge. Warte, ich heile erstmal eure Pokémon. Ja. Die Challenge hätte auch jetzt schon beendet sein können, ne? Das ist schon hart. Deine Pokémon wurden geheilt. Ich möchte der unbesiegbarste Trainer sein. Wie kommt es dann, dass ich nicht gewinnen konnte? Ich wollte wirklich gewinnen. Nun, zwischen euren Starter-Pokémon sind verschiedene Typen. Wasser besiegt Feuer, Feuer besiegt Pflanze und Pflanze besiegt Wasser. Das ist die Element-Typ-Triangel-Dreieck. Well, one of them at any rate. Trainer. Nein, immer du. Wie kommst du, dass René das bessere Starter bekommen hat? Ah, das ist nicht fair. Ich gehe nach Hause. Schon eine ziemliche Memme, der Kleine. Das wird wahrscheinlich schwieriger, als ich gehofft hatte. Nee, das wurde schwieriger, als ich gehofft hatte. But, du solltest ihn nicht so voreilig beurteilen. Er ist nur ein kleiner Kind. Er wird schon noch früh genug herausfinden, dass Pokémon trainieren nicht so leicht ist, wie er sich vorstellt. Ich gehe zur Eingangsroute 01. Das ist am Rande der Stadt. Ich bring Theo mit und ich werde euch beiden dabei bringen, wie man Pokémon fängt. See you later. So, ich wollte aber sagen, wir lernen aber erst in der nächsten Folge, wie man Pokémon fängt. Und danach geht dann die Challenge erstmal richtig los. Ey, Leute, das... Auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinschauen und wenn es euch gefallen hat, seid auch wieder in der nächsten Folge dabei. Bis dahin, bleibt elastisch. Ciao!